mich in den Job gegrüßt habe. Ist ganz einfach, wir nehmen es im Stream auf. Hätte funktionieren sollen. Ich konnte dir nicht helfen, Kumpel. Tut mir leid, dass ich nicht schlau genug war. Hm? Wow, Chaos! Sonic, hilf mir! Einer anderen Dimension, stimmt's? Ah, gut. Schockieren. Weißt du, wie du hergekommen bist? Was immer Dr. Eggman treibt, vielleicht beeinflusst es andere Dimensionen. Das könnte uns sogar helfen. Schließlich passiert nichts ohne Grund, richtig? Wir müssen die Welt retten. Vielleicht bist du deswegen hier, um uns dabei zu helfen. Wie auch immer, ich bin froh, dich zu sehen, egal welcher Sonic du bist. Wie nett. Bin ich jetzt etwa im Fernsehen? Ja, natürlich, mein Freund. So, das Einzige, was mich halt stört, ist, trotz dass es auf einer Cartridge ist, dauern die Ladezeiten immer noch übelst lange. Und jetzt haben wir eine klassische Sonic-Passage. Und die... Lässt du mich mal ausreden, Tails? Die Classic Sonic, die sind für mich so, hä, die Passagen eher schlecht als recht geworden. Kann man da, darf man das so sagen? Kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder? So, und wenn du hier runterknallst, dann war es das mit dir. Deswegen Vorsicht geboten. Tja, das nennt man Krieg, Tails. Sehe da wenig Alternativwege. Ja, das ist halt... Hier gibt es so viele Wege, wie du das halt machen kannst. Und das ist einfach nur... Wow. Du kannst das Spiel auf so vielen Ebenen durchspielen. Ja. Echt, wen denn? Was könnte das sein? So. Yeah, ab geht's. Ja. Die Roboter im Hintergrund zerstören einfach alles. Bam! Da haben wir ihn, den S-Rang. Neuer Rekord. Ich schließe Level 3 ab. Nice. Und direkt mal einen Bonus gekriegt. Nice. Da haben wir auch die geilen Boots. Das ist richtig cool, das Spiel. Also muss ich sagen, das hat sich schon gelohnt. Wenn man bedenkt, dass es morgen erst rauskommt und ich es euch heute schon präsentieren kann. Es gibt keinen Grund zum Widerstand. Euer Retter ist nicht mehr. Ich kann deine Angst schmecken. So viel Furcht und Zweifel. Einfach köstlich. Lass deine Angst freien Lauf. Fliehe, schreie, dann lass ich dich leben. Anderweitig könnt ihr das Spiel auch kaufen, indem ihr unten auf meinem Amazon-Link klickt. Kleine Sache in Eigenwerbung. Kannst du mich hören? Klar und deutlich. Das wurde Zeit. Wie geht es, Sonic? Nicht besonders gut. Sie haben vor, ihn ins Weltall zu verbannen. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Doch. Dr. Eggman hat Sonic bis jetzt am Leben gehalten, damit er ihm vor der Verbannung sein erfolgreiches Imperium zeigen kann.
Dieser dumme Eierkopf. Und die Folter war nur Zeitvertreib. Das ist übel, selbst für Dr. Eggman. Dr. Eggman hat von unserem Rettungsplan gehört und seine eigenen Pläne vorverlegt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir wissen nicht einmal, wo genau er ist. Doch, tun wir. Dr. Eggman hat ein neues Death Egg gebaut. Dort hält der Sonic gefangen. Da holen wir ihn jetzt direkt mal raus. Das Death Egg? Oh je, das ist gar nicht gut. Nichts ist jetzt gut, Vector. Darum heißt es Krieg. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns Sonic holen. Auf jeden Fall. Den holen wir jetzt erstmal raus. So, das Missionsmenü wurde freigeschaltet. Sieh es dir an. Im Missionsmenü kann man alternativ alles machen, was man hier auch macht, nochmal neu machen und Bonussachen freischalten. Das machen wir am Ende des ganzen Dingen. Und ich würde sagen, auf zur Prison Hall. So. Aber wie ist denn der Ton? Kann das gerade mal jemand aus dem Chat sagen, ob der gut ist im Vergleich? Also meine Stimme zum Game. Hört man alles vom Game? Unsere anderen Truppen sind mit Feinden beschäftigt. Scheint, du hast die beste Route gewählt. Jetzt liegt es an dir, Sonic zu retten. Finde ihn. Den finden wir schon. Einfach mal alles grillen. So. Auf geht's! Verdammt! Grillrobots! Na? Let's go! Gefangenen werden in einer Art Internierungslager gehalten. Sonic ist vermutlich auch dort. Es wird streng überwacht. Du kannst hier quasi so durchrushen. So, und let's go. Dieser Ort scheint vor kurzem noch verwendet worden. Nein! Da wollte ich jetzt mal ganz cool sein und hier so drüber rushen, aber Computer sagt nein. Hier drin ist auch nichts. Wir haben es immer noch nicht rausgeschafft. So. Wir haben uns festgenagelt. Machen wir die Passage mal wirklich was langsamer. Das ist Kacke. Hier drin ist auch nichts. Aber da bin ich auch im Privaten. Ich glaube dreimal war ich hinüber. So. So. Okay. Rüber dort. Hier können wir uns natürlich komplett rüberballern. So, yes. Finde ich gut. So. Jetzt geht's ab. Kriegen wir hin! Oh, damn it! Yes! So schnell wie möglich hier raus. Ja, es ist schon. Dadurch, dass wir jetzt die zweimal gestorben sind. Ja, meh als yeah. So, okay. Da haben wir die neuen Sachen freigeschaltet, die wir uns auch direkt anziehen werden. Ja. Denn wir sind ein stylischer Igel. Nur ein stylischer Igel ist ein cooler Igel. Deswegen auf in den Avatar-Shop.
So, jetzt gegen Zavok. Aber wie gesagt, erstmal in den Avatar-Shop. So, in die Umkleide. Dann zeige ich euch nämlich noch was. Und zwar, wir können uns neue Schuhe anziehen. Können uns neue Handschuhe anziehen. Das sieht natürlich auch ganz cool aus mit den Handschuhen. So, und um das Ganze dann direkt irgendwie, naja, abändern zu können, beziehungsweise zu speichern, können wir hier unser Outfit speichern. Sagen wir einfach mal hier, mach mal, und dann haben wir das komplette Outfit, wie es gerade so ist, gesaved. So. Das ist hervorragend. Auf ins Death Egg. So, machen wir Zavok platt. Und ab dafür. Das ist das Ende, Sonic. Hey, alles locker? Weil hier gerade alle Schrauben locker werden? Nein, vergiss es. Kein Sinn für Humor. Wow. Wow. Das Ende, was? Bin gespannt, wie du jetzt mit mir klarkommst. Dummer Igel. Auch ohne Ketten bist du noch lange nicht frei. Jetzt stelle dich dem Unausweichlichen. Das einzig Unausweichliche ist, dass ich dir in den Hintern trete. Auf jeden Fall. Zavok machen wir fertig. Ich glaube, Zavok war aus Sonic Colors. Ich bin mir nicht sicher, weil es gab einige Sonic-Teile, die ich nicht gespielt habe. Ich bin gespannt, wie lange du es aushältst. Kämpfe doch selbst. Ich werde dich in 0, nichts erledigen. Du frecher Nichtsnutz. Ich werde es genießen, wenn du leidest. Oh, scheiße. Hat er uns direkt weggesnackt, die Ringe. So, einfach mal ein bisschen rumbouncen. So, man sieht den Schatten. Eigentlich muss man nur ausweichen. Und bam. Und bam. Und bam. Weg mit dir. Verdammter Troll. Hi. So. Holen uns die Ringe. Lassen uns diesmal von dem Ding Laser nicht treffen. Warum denn auch, ne? Ich meine, warum denn auch? Das eben war zum Beispiel dämlich. Aber okay. So, let's go. Komm runter, Zavok. So, bam. Bam und let's go. Natürlich nicht. Verdammt. Oh Gott. Ich glaube, wir haben... Doch, wir haben nur noch 8 Ringe. So, 1, 2 und 3. Let's go. Alles klar. Jetzt haben wir gar keine Ringe mehr. Wow, 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 wow. Jetzt wird's spannend, Leute. 1, 2 und 3. Mach's gut, Zavok. Nein, wie konnte ich nur wieder gegen so jemanden verlieren? Das hat Spaß gemacht. Bring nächstes Mal Chili Dogs mit. Alles klar. Ein S-Rang, wunderbar. Nice. Schließe Level 5 ab. Und wir haben einen neuen Whisper erhalten. Und die Force Boots. Das ist auch geil. Geil. Nice. Ein Rucksack. Nice. 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 Wow, wir kriegen jede Menge Zeugs, was wir anlocken gerade. Das nur, weil wir so durchgerusht sind. Dieses Geräusch schon wieder. Wow, keine Zeit zum Nachdenken. Jetzt ist Zeit zu rennen.